dass jetzt wirklich so, so lange kein Video von mir gekommen ist. Aber ich bin nicht von der Bildfläche verschwunden, sondern ich habe es einfach aus beruflichen Gründen nicht geschafft und dann so Dinge, die im Alltag halt so anstehen, unter anderem natürlich die Vorbereitung für meine Hochzeit. Diejenigen von euch, die meine Videos schon länger schauen, wissen ja, dass ich im August heirate. Und so ist jetzt auch dieses Video entstanden. Das war nämlich eigentlich nicht geplant, sondern ich war so am Basteln, zwecks halt für meine Hochzeit. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich das Ganze jetzt filmen, dann haben vielleicht auch andere noch was davon. Ja, und so ist das Ganze jetzt entstanden. Ich sag mal so, das ist jetzt vielleicht eher was für Leute, die demnächst auch heiraten. Oder natürlich kann man das Ganze auch zweckentfremden und einfach ein bisschen anders gestalten. Da kann man ja ganz individuell das machen, wie man möchte. Man kann dann für die Luftballons, da müssen dann jetzt ja nicht irgendwelche Gäste den Namen draufschreiben, sondern man kann da auch einfach so kleine Symbole raufmalen oder kleine Sätze oder einfach kleine Sprüche, wie man das möchte. Da kann man sicherlich auch ja, das Ganze anders gestalten. Und ich habe mir gedacht, da ich jetzt ja sowieso viel am Basteln bin, so für meine Hochzeit, dass ich daraus so eine kleine Hochzeitsserie mache. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da vielleicht Interesse dran habt. Das würde mich sehr freuen, weil, ja, ich gucke sowas persönlich auch immer gerne, um mich einfach ein bisschen inspirieren zu lassen, um mir einige Ideen abzuschauen. Es gibt da wirklich so tolle Sachen und deshalb habe ich gedacht, wäre das ja vielleicht mal eine gute Idee. Ich denke natürlich, dass ich auch andere Videos weiterhin drehen werde. Also mal ein Haul oder ein Schminktutorial. Also ist auf jeden Fall geplant. Ich muss natürlich immer schauen, wie ich das halt schaffe. Wegen, ja, das ist halt immer schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Aber mir macht das Ganze ja auch Spaß und ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, das wieder regelmäßiger zu machen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit meinem Video und wir sehen uns auf jeden Fall am Ende nochmal wieder. So, jetzt sehen wir uns nicht am Ende erst wieder, sondern ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt mal ein bisschen anders. Und zwar erzähle ich euch erst einmal so ein bisschen, wie ich das Ganze begonnen habe und blende euch dann jeweils immer so die Bilder dazu ein. Das ist jetzt irgendwie am einfachsten, denke ich, weil das andere natürlich schon vorgefilmt ist. Und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte gerne ein Wedding Tree machen. Das ist halt für die Leute, die es nicht kennen, das ist ein Gästebuch, was aber ein bisschen anders gestaltet wird. Also diese ursprünglichen Gästebücher sind halt Bücher, wo dann jeder Gast einmal so ein bisschen reinschreiben kann, was er dem Brautpaar für die Zukunft wünscht. Und wir haben uns aber gedacht, wir möchten das ein bisschen anders gestalten und zwar auf eine Leinwand. Und wo einfach dann jeder Gast seinen Namen draufschreiben kann, so dass man sich das schön aufhängen kann und einfach weiß, wer alles da war. So. Ja, und begonnen habe ich damit, ich habe einfach mir im Internet eine Vorlage rausgesucht. Also wenn man jetzt bei Google Wedding Tree oder alternatives Hochzeitsbuch eingibt und dann auf Bilder geht, da findet man wirklich eine riesen Auswahl an tollen Vorlagen. Und die sind aber immer sehr teuer, wenn man das kauft. Und dann habe ich mir gedacht, das kann man einfach auch selber machen. Ja, bin dann, habe mir halt ein Bild davon ausgesucht und habe das erst einmal bei Word eingefügt und einfach auf die DIN A4 Größe vergrößert und habe das Ganze dann ausgedruckt. Und nachdem ich das dann ausgedruckt habe, habe ich das alles ausgeschnitten. Dann habe ich, also das kann man natürlich gestalten, wie man möchte, aber wir haben dann unseren Namen da unten noch mit eingefügt und unser Hochzeitsdatum. Das habe ich auch einfach bei Word geschrieben, habe mir da eine schöne Schrift rausgesucht, das dann auch dementsprechend vergrößert, ausgedruckt und ausgeschnitten. Ja, und dann habe ich das Ganze einfach auf die Leinwand gelegt und das zeige ich euch jetzt einfach mal.
kleinen Tipp möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, dass ihr den Bleistift wirklich nicht doll aufdrückt, sondern ganz feine Linien nur zeichnet, weil das am Ende ganz schwer wegzuradieren ist und das natürlich nicht schön aussieht, wenn man dann überall den Bleistift sieht. Ja, und ansonsten habe ich mir dann einfach meine Acrylfarben genommen, die ich mir ausgesucht habe. Ich habe mich da jetzt ein bisschen so an der Vorlage auch orientiert mit den Farben. Das waren jetzt natürlich auch unsere Farben, also es wird alles so ein bisschen in rosa-weiß gehalten, ganz mädchenhaft, und habe das Ganze dann ausgemalt. Ihr müsst da dann auch wirklich einen feinen Pinsel nehmen, gerade am Rand ist es immer, weil die Leinwand ja so eine Struktur hat, ist das gar nicht so einfach immer, eher so einen ganz geraden Strich dann hinzubekommen, beziehungsweise den Rand auch fein zu gestalten. Deshalb müsst ihr da wirklich einen Feinpinsel nehmen, damit das dann auch am Ende ein schönes Ergebnis wird. Und wie ich das dann jetzt ausgemalt habe, das zeige ich euch jetzt. Ich habe übrigens für diese Leinwand jetzt wirklich nur drei Farben verwendet. Einmal das Rosa, das Weiß und schwarze Farbe. Für den Schatten, der da unten dann so entstanden ist, habe ich mir dann Grau einfach gemischt mit Weiß und Schwarz, ganz simpel. Und auch für den Schleier habe ich mir dann einfach ein etwas dunkleres Grau gemischt. Ich empfehle euch da wirklich so eine kleine Palette zu verwenden, wo ihr die Farben dann drinnen anmixen könnt. Aber ich blende euch auch gleich nochmal alles ein am Schluss, was ich jetzt letztendlich verwendet habe. Ja, und wenn ich das Ganze jetzt so ausgemalt habe, habe ich das einfach erstmal zur Seite gelegt und trocknen lassen. Und es soll ja am Ende so Luftballons sollen da ja eigentlich schweben. Dafür habe ich mir dann einfach Tonpapier genommen, auch natürlich in Rosa, und habe dann einen Deckel verwendet von einer Flasche. Also die hatten dann das optimale Durchmesser für diese kleinen Ballons. Also bei uns werden es so ungefähr 95 Gäste sein. Man muss halt immer gucken, wie viele Ballons da dann wirklich entstehen sollen und wie viel Platz man natürlich auch braucht. Bei uns passte das jetzt ganz gut und deshalb habe ich halt diese Deckelgröße genommen. Man kann das natürlich auch kleiner gestalten oder größer gestalten, wie man möchte. Und die habe ich jetzt einfach alle erst einmal aufgezeichnet und dann ausgeschnitten. Und so 95 kleine Kreise auszuschneiden, das ist schon eine ganz schöne Arbeit. Danach taten mir auch echt die Finger weh und ich habe hier auch eine kleine Blase, weil irgendwann hat man auch einfach keine Lust mehr. Und aber das musste jetzt ja sein, nachdem ich die dann halt alle ausgeschnitten habe, sieht das Ganze jetzt so aus und das blende ich euch jetzt auch einmal. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das machen werde, ob ich die kleinen Kreise alle schon aufklebe und die Gäste dann da ihren Namen drauf schreiben oder ob ich die kleinen Kreise alle irgendwie in so eine kleine Dose tue, die Gäste dann ihren Namen drauf schreiben und selber ankleben oder halt Alternative 3, ob die Gäste ihren Namen drauf schreiben, die ganzen Dinger wieder in eine Dose tun und ich das selber dann zu Hause aufklebe. Weil ich so ein bisschen Angst habe, dass das dann nicht so schön aufgeklebt ist, wie ich mir das am Ende eigentlich gewünscht hätte. Oder einfach jeder irgendwie
hat man ja dreckige Finger, hat so ein bisschen, und dann die Leinwand verschmiert ist. Also ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das machen werde. Schreibt mir noch mal bitte in die Kommentare, wenn ihr da schon Erfahrung mit habt oder was ihr vielleicht einfach meinen würdet, wie man das Ganze machen soll. Ja, ich muss einfach mal schauen, wie ich das letztendlich machen werde. Ich werde euch jetzt übrigens noch mal eben die Materialien einmal einblenden, die ich jetzt alle verwendet habe. Auch die Größe meiner Leinwand werde ich euch auch noch mal aufschreiben. Ich habe jetzt eine ziemlich große Leinwand genommen, weil ich einfach, ja, weil wir auch einfach den Platz dafür haben, das dann schön aufzuhängen. Man kann das Ganze natürlich auch viel, viel kleiner gestalten oder natürlich auch noch viel, viel größer. Aber wie ich das jetzt gemacht habe, beziehungsweise welche Größe ich habe, das zeige ich euch jetzt hier nochmal. Und das war es jetzt auch schon mit meinem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein wenig weiterhelfen oder einfach inspirieren. Ich möchte noch mal kurz sagen, das war jetzt wirklich eine Sache von 2 Tagen. Also auch wenn man berufstätig ist, ich habe das Ganze jetzt auch abends gemacht, ist das eigentlich schnell fertig. Es gibt wirklich richtig, richtig schöne Vorlagen im Internet. Es fiel mir auch gar nicht so einfach oder uns gar nicht so leicht, sich jetzt für eine Vorlage zu entscheiden, aber wir haben jetzt halt diese genommen und sind auch wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich finde, es sieht fast aus wie das original gekaufte und muss ich mich mal wieder selber loben, habe ich sehr gut hingekriegt, aber es ist wirklich nicht schwer. Also ich denke, das sollte wirklich jeder von euch hinkriegen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was man für eine Vorlage verwendet, ob da jetzt ja, so ganz viele kleine Details sind. Also das war jetzt ja wirklich sehr simpel und geradlinig, aber auch alles andere ist, denke ich, machbar. Und ja, habe ich sonst noch irgendwas zu erzählen? Ich glaube nicht, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir mal einen Kommentar hinterlassen würdet, ob ihr Interesse daran habt, dass ich diese Hochzeitsserie jetzt fortführe. Ich habe nämlich noch ganz viele Ideen, die ich umsetzen möchte, die ich jetzt auch in nächster Zeit, auf jeden Fall in sehr naher Zukunft, ja, gestalten werde. Und ja, würde mich einfach mal interessieren, wenn ihr daran Interesse habt. Und ich denke, jetzt habe ich auch wirklich genug gesabbelt. Ich hoffe, das Video ist jetzt nicht allzu lang geworden. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt genauso schönes Wetter wie wir hier heute. Deshalb verzeiht mir, wenn ich ein leicht schwitziges Gesicht habe. Ich habe mir zwar extra was Luftiges angezogen, aber es ist wirklich sehr, sehr schwül draußen. Ja, jetzt lenke ich schon wieder ab. Checkt auf jeden Fall noch meine Social-Media-Seite. Und zwar bin ich auch bei Facebook vertreten. Ich war da jetzt in letzter Zeit auch nicht so aktiv, aber auch das wird sich jetzt auf jeden Fall ändern. Das verspreche ich euch. Ja, Versprechen ist... Ja, doch, verspreche ich euch. Ich werde es einhalten. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch gutes Gelingen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!